Nico, du bist ja ganz blau. Du auch. Und die Blackbox auch. Aber dann ist es ja keine Blackbox mehr. Aber eine Challenge? Challenge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser äußerst blauen Episode von Yamtamtam. Wir machen heute eine Blackbox-Challenge mit der Farbe Blau. Also es ist eigentlich eine Bluebox-Challenge. Eine Bluebox-Challenge. Wir sind auch passend angezogen, sehe ich gerade. Voll gut. Du auf jeden Fall deutlicher als ich, naja, aber es ist dunkelblau. Blau einfach. Das stimmt. Wie immer habt ihr die Zutaten ausgewählt. Macht das auch gerne dieses Mal wieder. Schön fleißig in die Kommentare schreiben. Das nächste Mal machen wir eine Halloween-Blackbox mit der Farbe Grün. Also ich brauche eure kreative Energie und mit ich meine ich wir. Ja, heute blau. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was man daraus kochen kann. Soll ich auch machen? Ja, bitte. Okay, ich sehe schon, hier wird ein bisschen getrickst. Ja, wir haben hier Blaumond. Finde ich toll. Magst du Mond? Eigentlich schon. Und mit eigentlich meine ich ja, ich mag Mond. Ich auch eigentlich. Vielleicht in diesem Rezept. Mal gucken. Doch, so, ich glaube, doch, kann ich mir vorstellen. Dann natürlich Blaukraut. Nicht Rotkraut, Blaukraut. ein bisschen lilarig. 50 Shades of Blue. Ja. Dann noch ein, voll gut, High-Protein-Heidelbeer-Joghurt. Wow. Find ich voll gut. Da fühlst du dich direkt heimisch. Ja, voll, finde ich super. Geil. Okay, Heidelbeeren. Ja, ja, da haben, apropos Heidelbeeren, wir haben auch frische Heidelbeeren. Ah. Dann haben wir noch Weintrauben. Die sind sehr rot. We don't judge in 2022. So, dann haben wir hier, ich würde sagen, das sind Pflaumen oder Zwetschgen. Pflaumen wahrscheinlich eher. Das ist nicht das Gleiche? Nee. Ah, okay. Aber es wird übergreifend benutzt. Wir hatten das auch schon mal, was es unterscheidet. Ich habe es wieder vergessen, ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Voll gut. Wir machen das auf jeden Fall unser Essen. Dann haben wir Waldfruchtkonfitüre. Ja, Punkt. Ja. Ja, gut. Hier, guck mal, ein guter Freund, ein Norwi-Blauschimmelkäse. Ich sag's, wie es ist. Hier hatte ich eine Idee. Jetzt nicht mehr. Das fühle ich noch ziemlich. Ja. Ja, Blauschimmelkäse und Früchte geht super gut zusammen. Na gut, ich lasse mich gerne überzeugen. Aber der Rotkohl ist schwierig und das ist noch schwieriger. Jetzt kommen blaue Kartoffeln. Und die sind sehr lecker, die haben so einen nussigen Unterton. Habe ich noch nie gesehen. Echt? Nein. Sehen fancy aus, schmecken noch gut. Glaube ich, same. So, und last but not least, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir das in einer Blackbox haben. Entweder es ist Sirup oder es ist blaue Lebensmittelfarbe. Probier doch mal. Es riecht nach Minze. Zahnwasser vielleicht oder so. Cocktails. Blue Curaçao. Oh wow. Ich glaube, ich habe das noch nie so alleine probiert. Das ist so ein klassischer Sirup und irgendwie schwer zu identifizieren, was da drin ist. Ja, auch noch nie getrunken. Also man kann neue Geschmäcker für mich. Doch, in einem Swimmingpool zum Beispiel. Ein Cocktailchen? In welchem Pool gehst du mit Bahn, frage ich an dieser Stelle. Der heißt so. Wir haben eine Idee. Willst du verkünden, Felix? Gerne. Also, es wird auf eine Bowl hinauslaufen. Die Blue Bowl. Die Blue Bowl. Okay. Oh Gott. Hä? Warum ist die jetzt weiß? Oh, wow. Ich kenne die, dass die so richtig lila sind. Aber sieht mega schön aus. Wie so eine Blume oder so. Oh, wow. Mhm. Ach so, welche sind das? Die sind richtig schön. Yes! Nature einfach. Krass, voll schön. Aber ich kenne die auch so komplett. Richtig wie normale Kartoffeln? Ja. Ah ja, okay. Aber sie haben so, ich finde schon sowas, schon was Nussiges. Ja, ein bisschen. Ich kämpfe gerade mit dem Kohl. Ah! Wie kämpfst du denn in der Arena? Ja, weil er möchte nicht geteilt werden. Verstehe ich auch ein bisschen. Voll schön, guck mal, wie schön das ist. Ja. Wie so ein Brain, mein Brain. Es ist lila. Ja. Ich dachte Regenbogenfarben. Wow. Dufte. Nee, irgendwie sind wir keine Freunde, ich merke das schon. Würdest du doch lieber Kartoffeln schälen? Ich weiß nicht, was ich möchte nehmen. Das ist eine Frage, die ich dir nicht hier beantworten kann. Ich kann dir nur beantworten, was du potenziell kochen könntest. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Abonnierring. Die Schalen räume ich jetzt einfach zur Seite. Die könnt ihr natürlich auch einfach einfrieren, um dann für eine Suppe benutzen. Einfach die ganzen Gemüsereste in Wasser schmeißen, ausköcheln lassen. Leckere Gemüsebrühe. Oh wow. Bilden mit Felix. Ich schneide aus der Kartoffel kleine Würfelchen. Denn A, garen sie dann schneller. Mhm. Und B, ist es, glaube ich, für so eine Bowl schöner, wenn man viele kleine Sachen hat. Als das stimmt. So, man will das ja eigentlich am liebsten so rauslöffeln. Das sieht richtig schön aus. Wir stopfen die einfach gleich für
3-4 Minuten in die Mikrowelle, dann ja. sind die gar, mhm. dann kann sich die Farbe nicht rauskochen. Das ist eine gute Idee. Und dann braten wir diese nur so ganz leicht mit dem Huhn an, dass er sich mit dem Öl zusammentut und dann hat es noch die Farbe. Dann reicht das, voll. Und ist aber gar. Voll gut. Okay, den Huhn haben wir. Ja, Quatsch, den Huhn sag ich schon, den Kohl. Wow. Ach, schön. So, Kohl haben wir. Ich mache schon mal das Obst klein. Yes. Damit das alles schön klein ist. Perfekt. Ich schnapp mir hier so eine Schüssel, die mikrowellenfest ist, tu die rein, Prise Salz und dann einfach abgedeckt in die Mikrowelle. Sollten eure Kartoffeln ein bisschen zu trocken sein, könnt ihr sie einen Mini-Schluck Wasser dazu geben, aber eigentlich reicht das eigene Wasser ganz gut. Ganz oft mache ich es einfach so, ich wasche die Kartoffeln. Und das Wasser, das da dran ist, reicht vollkommen aus, dass die durchgaren. Die Verbindung ist ideal. Bist du Mikrowellenmensch zu Hause? Nö, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Aber für Kartoffeln, warum warte ich 20 Minuten, bis der Quatsch durchgekocht ist? Wir haben hier auch mal so einen Kuchen aufgewärmt hier in der Mittagspause. Ja. Ich war richtig surprised. So, zack. 4 Minuten 30. Das riecht nach Stärke auf jeden Fall. Geschichte ist gar. Krass. Okay. Das ist der beste Trick. Ich habe auch schon die Blaubeeren fertig geschnitten jetzt. Perfekt, dann mach doch mit den Trauben weiter. Ich mache die Trauben mehr. So, wenn ich das mache, kommen die jetzt zur Blackbox-Stelle für den Buchstaben S hier oben. Voll gut. S wie? Saugeil. Saugeil. Ja, dann fange ich hier erstmal mit Kohl an. Okay. Nur so ein bisschen angeweicht. Ja, voll. Ein bisschen angegart. Wir gehen direkt ins Köcheln über einen Schluck Wasser. Ein bisschen vom Blue Curaçao, Alter. Ja, ja. Ja. So, komm. Ja. Nico, wo ist er? Was denn? Wo ist der Zimt? Der Zimt. Wo ist der Zimt? Das ist eine Zimtstange. Das ist eine Stange. Ja, das bringt mir jetzt. Das haben wir nicht, oder? Doch, klar. Ja. Wo ist der Zimt? Das ist der Zimt! Zimt. Ja, ich hab den Zimt. Okay. Er war die ganze Zeit da, wo ich ihn vermutet habe. Du Blindschleicher. Spaß. Das ist okay. Außerdem sind hier noch ein paar Nelken. Voll gut. So, das heißt... Ist ja auch mal wieder Weihnachten, also von dem her. Ja, passt ja auch gut. Das stimmt. Eine Nelke und ein ganz klein bisschen... Oh, ich hätte jetzt eigentlich noch gerne so einen Apfel drin. Apfelessig. Voll gut. Und dann ist es wie zu Hause bei Oma. Mal gucken, was passiert, wenn jetzt Essig auf Kohl und auf Blue Curaçao trifft. Passiert überhaupt irgendwas? Überhaupt nicht. Doch, der Kohl wird ein bisschen roter. Ansonsten passiert nichts. Oh, was wir nicht wollen, passiert. Schade. Rühren wir halt um. Vielleicht passiert gleich was. Es sieht wild aus. Als wie in so einem Schlumpfbereich. So, ah, du? Aber der Kohl färbt sich jetzt blau, das ist gut. Oh, also ein bisschen. Der Essig. Ja, kommt. Hier, mach mir einen Löffel Marmelade rein, dann haben wir auch ein bisschen Zucker. Und ein bisschen Frucht. Und dann lassen wir einfach das Wasser wegverköcheln. So. Großer Löffel Marmelade. Naja, mehr ist mehr. Das war crazy. Okay, ich mach schon mal die Pflaumenzwetschgen. Was ist das nochmal? Pflaumen? Ich würde sagen Pflaumen. Pflaumen. Bei mir sind die Zwetschgen in Bayern, deswegen weiß ich nicht. Was bei dir in Bayern ist. Nein, 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 alles gut. Ja, voll. So, ich halte hier mal Pfanne hoch. Ich mache hier mal einen Schluck Öl noch rein in die Pfanne. Ja. Irgendwie, das verwirrt mich jetzt gerade. Warum sehen die jetzt aus wie Aprikosen? Die wollten ein Special sein. Ich sehe schon. Voll gut. You think you're special. Das sind keine grauen Mauerblümchen. Ja, jetzt ist nur noch lila. Ja. Oh, wow. So, geben wir die Kartoffeln dazu. Das sieht einfach so lustig aus, die Kartoffeln. So, wir wollen es ja gar nicht so richtig angebräunt haben, oder? Nö, so ein bisschen einfach. Also, der Mohn kommt jetzt hier gleich dazu. Den Käse rupfen wir einfach und der Joghurt kommt als auch Basis. So drauf. Das heißt, wir haben das eigentlich gleich alles zusammengebaut. Genau. Voll gut. Sehr gut. Ja, lass mir ein klein bisschen. Ein bisschen. So, ich glaube, das reicht an Bräune erstmal. So, ich mache da jetzt ein bisschen Mohn und dann so einen Schwung Zucker drüber. Ich glaube, das reicht dann. Schau, wie schön sie einfach ist. Sie ist sehr schön. So. Reicht wahrscheinlich am Mohn dicke. Oh, wow, ja. Ist wieder gut gemeint. Klar, ich will ja auch, dass es so ummantelt ist. Du voll kannst gut. ja schon mal den Rotkohl abgießen. Gerne. Ich habe das doch nicht ausgesucht. Okay, okay, okay. Mmh. Ist es gut? Schmeckt nach Mohn. Ja. Ja, Kartoffel ist halt nur Trägerstoff. Trägerstoff? Ich bin auch so ein Trägerstoff.
Ganz wild. Naja, gleich kommt die Kartoffel richtig durch. Du bist so, weird. Aber ja, ich glaube, mit dem Joghurt und allem anderen wird sich das so ein bisschen... Aber das gefällt mir. Ja, es ist halt wirklich so ein bisschen wie Schupfnudeln. Schupfnudeln haben wir natürlich auch schon gemacht, findet ihr hier oben. Nico, kommen wir zum schwierigsten Teil. Anrichten. Ja, und so, dass es halt halbwegs gut aussieht. Toll. Ich muss sagen, ein Bowl finde ich geht eigentlich auch vom Anrichten her. Ja, vielleicht machen wir es doch, wie du es vorher hast, und machen doch den Joghurt unten hin und machen dann so verschiedene Segmente. Also ich würde auch Joghurt unten rein, dann die Früchte als Segmente und das dann vielleicht in die Mitte, wie so eine Art... Ja, der Kohl muss ja auch noch dazu. Ach ja, der Kohl noch. Und wir haben ja noch den Käse, den wir fein... Den würde ich oben als Topping machen. Genau. Also mal erstmal den Joghurt unten rein. Voll. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Der Joghurt? Ja. Riecht ganz gut. Riecht so nach Blaubeer halt. Oh, und ganz schön dicht. High Protein it is. Ich bin jetzt trotzdem erstmal gespannt zu probieren. Ich auch, sehr wild. Und ihr dürft nicht vergessen, die Kommentare zu schreiben. Halloween Blackbox, grün. Jetzt viel. Wir brauchen grüne Zutaten. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ne, kommt gut zusammen. Ich habe eine Bowl, eine Frühstücksbowl. Aber mit dem Käse so leicht herzhaft. Der Mohn kommt auch gut. Ich mag den Mohn, wollte ich mal sagen. Sehr gut, der Mohn. Also, actually, kommen alle Sachen ganz gut zusammen. Voll. Es ist so eine herzhaft süße Bowl. Voll. Finde ich sehr lecker. Also kann man durchaus mal essen. Macht's gerne danach und schreibt uns, wie euch unsere blaue Bowl schmeckt. Und nicht vergessen, wir brauchen eure Hilfe für die Halloween Blackbox. Ihr kommt das nächste Mal grüne Zutaten in die Kommentare. Gerne auch gruselige, ne? Ja, hier gibt's noch weitere Blackbox Challenges. Verlinkt ihr an der Seite. Ja. Ich würde sagen, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.